Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duels in meinem Cousin. Ja, los geht's. Siehst Mach du? das Drachen. Guck dir mal mein Bild an. Hast schon wieder ein neues. Ja, Ich habe irgendwie keins also bekommen er bisher. hat Macht des Drachen und ich habe Neuvertragsuniversum. Neuvertragsuniversum. Ja. Ja, ich habe in deiner Excel gesehen, du hast ja jetzt schon wieder ein paar Decks freigeschalten. Wie Kommen die frei? alle von Ranked oder was? Wie freigeschalten? Ich habe keine freigeschalten. Ich habe einfach alle da reingepackt. Du kannst doch bei dem Deck-Ding kannst du dir doch alle anzeigen lassen, auch die, die du nicht hast. So. Mein Gott, ich habe gewonnen. Das sind, Als ob ich glaube ein ich, Münzwurf kriege. also ich glaube, das sind eigentlich alles Kampagnen-Decks, weil es gibt noch mehr Kampagnen als die zwei, die du aktuell siehst. Ah. Ja, also wenn das auf den Singleplayer will ich auf jeden Fall durchspielen und ich habe auch nichts dagegen, mit dir ab und zu Duelle zu machen, aber ich glaube, Ranked wird bei mir so laufen, dass ich einfach dafür sorge, dass ich möglichst schnell verliere. Ich meine, ich Problem ist nur, da weiß steht, ich genau. muss einen Sieg holen für das. Ah, übrigens stand Ja, in den Tipps, das. ab Gold 4 oder so, Ja. wirst du bei Niederlagen auch wieder downgerankt. Ah, Also dieser erst ab Schutz dann, ist. okay. Ja, also Gold wirst du irgendwann erreichen. So, ich hab. Den kenne ich ja gar nicht. Starker Winddrache. Ah, okay. Oh, das ist ja Okay, die geil. werde ich auf jeden Fall schon mal Die hinsetzen. ist ja wirklich geil. Die hatte ich bisher noch gar nicht, als wir gegeneinander gekämpft haben. Der ist auf jeden Fall ganz gut, aber ich muss noch eine Karte ziehen, um ihn zu komplementieren. So, setzen. Weil die beiden bringen mir gerade sonst nichts. Falls du keine. Obwohl, gut, den kann ich Spezial beschwören. Zeig mir, was du Das ist drauf aber dann hast. halt. Ja, obwohl, das wird gehen. Ja, ich glaube, Utopia kann ich in dem Zug schon beschwören. Ah, du hast also Exi jetzt wieder. Neuvertragsuniversum. Ansonsten Ja, keine schau dir meine Ahnung. Kartenhülle an. Die heißt sogar Exceed. Deswegen habe ich die dem Deck gegeben. Master Deck, Master Duell steht da drauf, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, aber die ist Exceed Schwarz heißt die. Okay. Ich weiß auch nicht genau warum. Ja, egal. Anscheinend soll das wohl das Kann auch kommen. wahrscheinlich soll das irgendwie den Talisman von dem Exceed Hauptcharakter darstellen oder sowas. So, ich spezialbeschwöre jetzt erstmal ein Monster. ZS, aufgestiegener Weiser. Den habe ich ja noch nicht gesehen. Wen? Also, dass der Drache in deinem Deck ist, wusste nicht. Hä? Bill, die meinen, den habe ich schon mal benutzt. Dass ich dann in Verteidigung ende am Ende. Ja, Okay. definitiv. Also ich habe den auf jeden Fall in der Singleplayer-Kampagne schon mal benutzt, aber gegen dich kann sein. Wir haben ja nur ein Duell gemacht. Oh, ja, gut, eigentlich drei. Null? Null? Damit willst du angreifen. Glaubst du wirklich, dass ich Oh, damit oh, angreife? Mensch. Du kannst ein Super Aber oder Gar-Gar-Gar-Monster als Spitz. Das klingt so bescheuert. Beschwören. Ja, ga, go, 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 do, do, do! Ah, das ist ein Utopia. Oh mein Gott. Es ist Ja. stärker als ich. Okay. Wer hätte das gedacht? Mich nervt das irgendwie. Der Effekt von ZS aufgestiegener Weiser. Was kann der? Oder was kann Ich der? darf mir eine Karte holen, wie es scheint. Ich hab's schon nicht Oh. durchgelesen. Ich klicke dann einfach Ja und denke mir so: Das Spiel will mir schon sagen, was passiert. Wähle ein XYZ-Monster, das du kontrollierst, du beschwöre ein. Ach so, aber das wird da drauf gerankt. Will ich das? Nein, Ich weiß nicht, ob ich das weiß will. nicht. Warte mal, warum kann ich die gerade nicht benutzen? Falls du ein Utopia-Monster kontrollierst, du kannst eine Karte ziehen. Falls Monster, die du. Ist das ein Effekt, der erst passiert, wenn er auf dem Feld ist? Wahrscheinlich. Welche Karte kann ich damit nehmen? Ein Utopia oder ZW-Monster? Also einer von denen da. Ich habe die ZW-Karten leider noch nie wirklich stark benutzt. Ja, ich komme damit auch nicht Der klar. kann auf Nummer 1039 hochgetan werden. Warte mal, das ist aber wieder ganz anders. Ich hätte gerne ein Warte Profil mal, der ist gar drin. nicht im Deck. Du kannst Oh. ein offenes Nummer 1039. Utopia Stra. Ja, genau das. Mein Gott, Alter. Warum ist eine Karte hier, die in die offene Karte referenzt, die gar nicht im Deck ist? Das trifft aber auch auf das andere Utopia-Deck, das ich gestern ausprobiert habe, zu. Das ist, aber wobei, nee, die sind im Deck. Da waren zwei 1039. Ja, okay, verstehe schon. Du greifst an, kann das sein? Ja, ich greife an.
Falls diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, zerstöre diese Karte. Heißt das, du zerstörst dich jetzt selbst? Sorry. Schade, dass du das nicht vorher schon aktiviert hast, aber das konntest du wahrscheinlich nicht mal, oder? Ich glaube schon, aber ich warte immer, bis mein Gegner mein Monster gewählt hat. Du wolltest sicherstellen, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, den Effekt von Utopia zu nutzen. Ja, der Effekt ist mir eigentlich egal. Ich will sicherstellen, dass der Effekt von Utopia kann den Angriff annullieren. Auch seinen eigenen. Das wird sogar. Es gibt eine Karte, die dafür sorgt, wenn genau das passiert, kriegt Utopia einen zweiten Angriff und hat doppelt so viel Attacker. Doppelt oder nix heißt die, glaube ich, oder so. Ich hoffe, du kannst meine Beschwörung nicht aufhalten. Es wird nämlich das stärkste Monster in meinem Deck sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah ja, okay, die mache ich mal auf. Was ist das? Ich glaube nicht, dass es bei dir was heilt, es ist eine permanente, deswegen kann sie sich ja immer abgeben. Du kriegst Zählmarken, wenn ich deine Karten zerstöre, okay. Okay. Schau mal, das ist das stärkste Monster beim Deck. Oh mein Gott. Nur dank dem Effekt. Es kriegt die Hälfte der ATK und ich habe 2000 ATK-Monster. Das sind ja deine Kaisergleiter. Oder deine Schimmerdrache. Ich habe tatsächlich einen Schimmerdrache. Du hast meine Karten, die ich in deinem Deck noch gar nicht gesehen habe. Ja, ist doch gut. Freut mich, dass ich mal eine andere 6-Sterne-Karte gedruckt habe. Ich weiß gar nicht, ob es 4 oder 5 verschiedene sind. Ich habe nicht nachgesehen. Ich habe den aber jetzt das erste Mal benutzt. Heißt du ein Utopia? Ja, wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wurde, darf ich irgendwas tun? Hallo? Darf ich nicht was tun? Wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung. Ja, Dennis, hast du ein verbanntes XYZ-Monster? Scheiße! Es ist nicht verbannt! Das ist jetzt ungünstig. Dann würde ich es auch. Ja. Selbst wenn du in Defense wärst, ich würde durchschlagenden Schaden machen. Aber so sind es halt 2000 mehr. Naja. Misplay. Dennis, ganz im Ernst, wenn du meine Angriffe jetzt nicht blocken kannst, dann hast du verloren. Das ist dir schon bewusst. Welche Angriffe? Du hast ja nur ein Monster. Und du denkst nicht, ich habe noch ein zweites. Gefällt dir mein Auto? Ja, das ist witzig, ja. Was macht das eigentlich? Schwer. Drück drauf. Jetzt driftet ein bisschen so. So, ich gehe auf Nummer sicher. Mein Bild ist dir ja auch aufgefallen, der schwarz glänzende Tat. Ja, klar. So, schau mal. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts verändert hier dran. Das ist mein Drache immun gegen Effekte, nur für den Fall. Aber ich habe mir noch ein paar Hüllen gekauft, also die anderen Decks haben jetzt noch ein paar andere Hüllen. Ich glaube, ich habe schon gewonnen. Krass, in Runde 5. So hast du dir das aber nicht ausgemalt, was? Wenn es in Ranked mal so gut klappen würde mit dem blöden Drachendeck. Aber nein, in Ranked werde ich komplett zerlegen. In dem einen Match habe ich halt bessere Decks haben. Als ich Game Over war. Ich meine, wenn ich hatte Kaisergleiter und habe danach kein Monster gezogen. Weil wenn ich jetzt das Pendeldeck auspacke, glaube ich auch, dass ich dich zerlege. Ja, möglich. Weil das irgendwie ganz ein Stückchen stärker mir vorkommt. Also gegen dein Pendeldeck will ich erst kämpfen, wenn ich ein paar mehr Auswahlmöglichkeiten habe. Naja, wir machen ja eh jedes gegen jedes. Ich meine, wir können es auch so machen, dass du das Pendeldeck spielst. Mir ist es ja egal, in welcher Reihenfolge wir diese Dinger machen. Also, wer welches Deck hat. Ja, wir wechseln uns einfach so ein bisschen ab. Ich mache das ja hier in dieser Liste. Eigentlich kann ich es gerade sogar schon machen. Hier, ich male Neuvertragsuniversum bei Macht des Drachen an. Und bei Neuvertragsuniversum male ich Macht des Drachens an. Ja, so schön so. Grün gebaut. Macht des Drachens. Neuvertrag Universum, bin ich jetzt diesmal dran oder du wieder? Okay. Ich bin dran und ich habe das beste Drachenmonster der Welt gezogen. Wenn du meinst. Ja, ja, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Das ist doof. Ja, nee, das ist doof. Es ist mein einziges Monster, also muss ich es setzen, aber irgendwie ist es doof. Weil. Ich habe kein anderes Monster gezogen. Lass es bitte am Leben. Es ist ganz winzig. Ach, und irgendwie. Auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Ich habe mir meine Handkarten noch gar nicht angeschaut. Ach ja, gut. Liest du mal deinen Kram. Ich hol mir Wasser.
Also sorg dafür, dass Scheiße. Keine Wartezeit. Kannst du mir angeht. Eben 2000 Schaden machen? Dann könnte ich das Ding mit schwarzer Arme schwören. Dauert eine Weile, ich habe nur 100 ATK. Also ich hol gleich Wasser, okay? Bis gleich. Ach mein Gott, Alter. Okay, ich setz das da. Ich setz die da. Ich kann nicht mit. Okay. Okay, ich muss Utopia kriegen. Das ist definitiv wichtig. Der hat nicht genug Defense, um zu sagen, dass ich jetzt voll Defense gehe. Also schwöre ich jetzt einfach den da. Greif an. Ach, was hast du gemacht? Ich greife an. Abgang, oh, ga, gaum. Nass, was? Wieso? Hä? Wieso sollte ich nicht angreifen? Willst du mich ver. Aktiviere diese Karte nur während der Schadensberechnung. Oh! Ich weiß nicht. Ich hätte in Angriff sein müssen, sonst gibt's keine Schadensberechnung. Toll! Klug von mir. Stimmt, du erleidest ja keinen Schaden. Ach, Dreck. Jetzt ist das Drachi tot und ich konnte nichts spezial beschwören, weil ich kein Monster in der Hand hatte. Jetzt ziehe ich wahrscheinlich ein 8-Sterne-Monster. Ja, na, kannst du. Naja. Kann ich das gar nicht machen? Kann ich das nicht machen? Kann ich das nicht machen? Ja, ich habe jetzt einen Scheißstart hingelegt. Ich glaube, das wird ein sehr kurzes Duell. Okay, wenn du meinst. Ja, irgendwie schon. So, ziehen wir mal. Ich hätte mich dieses Mal in ATK. Naja, ist egal. Ah, das ist. Am nächsten Monster denke ich dran, dass ich es in Angriff setze. Oh, als ob. Okay. Okay, wir beschwören erstmal Utopia. Das ist illegal. Ja, ich aktiviere den Effekt von der anderen Karte. Ah, ich darf mir was suchen, okay. Welche Karte hatten wir? Die Karte hat hier irgendwas. Damit kann ich Utopia. 1000. Ich glaube, das ist. Ne, mit denen da. Okay, dann aktivieren wir erstmal das hier. Was macht der? Gibt der. Okay, was genau gibst du ihm? Wenn das ausgerüstete Monster ein Angriff der Kälte werden, eine Zauber. Oh, das ist ja praktisch, okay. So, und nehmen wir mal das da. Machen wir Utopia ein bisschen stärker. Mhm. Schade, dass das nicht das Deck mit Spalt ist. Ach. Warte mal, du hast drei Karten, die auf den wirken. Du verarscht. Nein, den Effekt von Utopia. Hast du, ist das nicht ein neues Deck, das du gerade benutzt? Und nicht das von gestern, wo du sagtest, das ist voll das Utopia-Deck? Weil das hier wirkt irgendwie auch wie ein Utopia-Deck. Wie jetzt? Das ist Neuvertragsuniversum. Und das gestern war. Da habe ich doch auch ein Neuvertragsuniversum gespielt. Es gibt doch kein anderes. Doch, es gibt noch ein anderes Exit-Deck, aber das ist kein Utopia-Deck, glaube ich. So, das habe ich gar nicht. Das ist gestern auch schon so. Du hast es mir noch nicht gesagt. Ja, doch. Ich habe den Namen zu 100% gesagt. Weißt du, wo ich die Namen der Decks so schnell. Also, wo. Ich muss mir nur den Anfang des Videos anschauen, weil wir immer die Namen der Decks gesagt haben. Immer. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich Neuvertragsuniversum schon öfters gesagt habe. Mal, wähle ein das Monster auf dem Spielfeld. Ist ja. Utopia kein Monster mehr? Warum? Oder hast du irgendwas, das Utopia immun gegen Zauberkarten macht? Ich weiß nicht, weil. Hä? Was genau macht denn deine Karte? Ich wüsste jetzt nicht, warum du es nicht wählen sollst, wenn er sagt, wähle ein Monster, weil Topia ist schon ein Monster. Ich kann sie nur setzen, ich kann sie nicht aktivieren. Ja, was macht sie? Wirf eine Karte ab und leg das Monster deines Gegners aufs Deck zurück. Habe ich schon oft genug benutzt. Warum sollte das bei Topia nicht funktionieren? Ich glaube, Umkehrbrecher könnte es sein. Ich wüsste noch nicht, warum der Effekt, der ganz am Schluss steht, jetzt schon aktiv sein sollte. Hast du eine Fallenkarte von mir zerstört? Oder meine Zauberkarte kann. Oh, du hast meine Zauberkarte zerstört mit dem ersten Effekt. Ja, okay, dann ergibt es Sinn.
Dein Gegner kann als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effekts keinen Zauber machen. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass das jetzt noch so sein sollte. Kann Utopia an sich nicht getargetet werden oder sowas? Liegt an einem deiner... Ich weiß es nicht, kannst du dir mal durchlesen. Ich habe ihn... Warte mal, wieso kann ich... Habe ich im Friedhof keinen Drachen? Das ist doch ein Drache. Weil ein normales... Ach, ein normales Drachenmonster. Nein. Ja, super, das ist dumm. Ja. Gut. Gutes Duell. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, warum du Utopia nicht targeten kannst. Ich habe es jetzt in keinem der anderen Monster-Effekte irgendwas gefunden, was danach klingt, dass man es nicht targeten kann. Also keine Ahnung. Einmal rein mit Utopia, ja. Aua. Warte, du hast meine Falle zerstört? Ja, das habe ich beim vorherigen Angriff auch schon gemacht. Ist hier nicht aufgefallen. Bei jedem Angriff geht das? Ja! Bei jedem Angriff. Dennis, rate mal, was ich auf der Hand habe. Vier Zauberkarten. Ziemlich krass. Und ich kann alle vier setzen. Das Duell ist vorbei. Keine davon ist Schnellzauber. Ja, ich kann so viele Zauberkarten auf allen Karten ziehen, wie ich will. Ich kann keine aktivieren, was will das wohl? Okay, ich muss keine zerstören, weil es darauf eingestellt ist, dass es nur gegnerische sein müssen. Erstens hast du gewonnen, im zweiten habe ich gewonnen. Ist doch ganz ausgeglichen. Ja. Ich weiß nicht, manchmal kommt mir Yubi Glücksspiel vor und manchmal denke ich, es ist, ja gut, es gibt schon gute und schlechte Karten, klar. Trotzdem Glücksspiel. So, ja. Du darfst mal anfangen. War unfair, dass ich da mal anfangen durfte. In diesem Teil gewinne ich jetzt die Münzwürfe eigentlich die ganze Zeit. Du hast die alle gewonnen? Anscheinend, yeah. weil du zuerst reingegangen bist. Interessant. Vielleicht. Ich denke schon, weil du warst auf jeden Fall zuerst drin. Im Raum, ja. Also du darfst anfangen, viel Spaß. Okay, aktivieren wir mal die Feldzauberkarte. Und aktivieren wir noch die permanente Zauberkarte. Oh mein Gott, das kann ich. Okay, ich kann wieder Utopia beschwören. Was hat der für einen Effekt? Nein, wo ist sein Effekt? Du kannst eine andere Karte von deiner Hand oder Spiel auf den Friedhof legen. Achso, ich kann eine Karte auf den Friedhof legen. Na, nee, ich will keine auf den Friedhof legen. Ja, okay. Kriege ich wieder irgendwas? Warte, was ist der, wenn ein Utopia-Monster als exibisch? Du kannst. Okay, ja, eine Karte ziehe ich auch noch gerne, wenn ich nicht darf. Was macht die Feldzauberkarte? Scheiße, versteht es? Ist es der untere? Ich drücke jetzt einfach mal auf Ja und guck, was passiert. Okay, ihn. Weh, du machst ihn jetzt kaputt oder so. Nein, ich darf jetzt einen darunter anhängen. Okay, habe ich richtig verstanden. Aber den hier wieder. Damit der weiße Drache nicht rüberkommt. Schau mal, hast du eine Lösung gegen Utopia? Hallo? Bist du noch da? Will ich das nicht mehr mit dir reden? Mm.
ob ich eine Lösung habe. Bin mir noch nicht sicher. Hast du eine Lösung? Solange dein Monster nicht noch stärker wird, habe ich eine Lösung. Darf ich jetzt noch eins anhängen? Oder... Ach, ich darf mir glänzender Zug auf die Hand holen. Okay. Ja, dann aktivieren wir mal glänzender Zug. Ist das so toll? Ich darf mir jetzt, glaube ich, aber eine Karte suchen, wenn ich mir richtig... Ach, ich habe Optionen. Rüste es mit einer beliebigen Anzahl Serviermonster in dein... Das Monster mit unterschiedlichen Namen von deinem Deck. Ja, genau. Beschwöre, du hast zum Glück nur noch einen freien Slot. Beschwöre ein Utopia Exil-Monster mit einem unterschiedlichen Namen. Also das Gebet ist hier spezifisch. Das ist quasi das Aufranken von Utopia, aber das kann ich nicht, weil ich habe keine anderen Utopia. Gott sei Dank. Ich kann aber den anderen Effekt machen. Ja. Kann ich jetzt. Schön. Das tut mir genauso viel weh wie dir. Was da ausgerüstet werden soll. ...1200 ATK. Die sollte er doch jetzt kriegen, oder? Nein. Ich krieg keinen Zusatz-ATK, wenn ich das so ausrüste. Das ist hä, warum nicht? Ja, anscheinend nicht. Wenn ich das über die Karte mache, scheinbar nicht. Das ist ja dann vollkommen unnütz. Ich verstehe es auch nicht so ganz, für was das dann da ist. Das so zu machen. Du hast nicht angegriffen? Oh. Ich hab's ganz vergessen. Ich hab. Weil der Zug so unnormal war, habe ich gar nicht bemerkt, dass es ja wieder ein neuer Turn war. War ein bisschen dumm. Naja, los, opfer dein Monster und beschwör deinen Kaisergleiter. Wenn ich einen hätte. Oder was weiß ich. Sag mal, welche Zauberkarte, die du hast, ist dir sehr wichtig? Keine davon? Dann brauchst du das Textralfeld. Ist das relevant? Ja, ich überlege, welches ich zerstöre. Soll ich dir erklären, wie alle Effekte funktionieren? Ich weiß doch auch nicht alle auswendig. Ich spiele das einfach nur. Im Willow hätte ich da mehr Probleme mit, weil da müsste ich die Effekte wissen. Aber hier sagt mir das Spiel ja alles eigentlich, wenn was passiert. Okay. Okay, du schmeißt. Aha, ich kann sogar deinen Monster zerstören. Hä? Aber der Effekt da gerade sollte das Monster nicht zerstören. Ja, die Ausrüstungskarten sind nicht Utopia. Aber ich hätte dein Ausrüstungsmonster zerstören können, das ist mir nur gerade. Ja, das ist in dem Fall eine Zauberkarte, was da unten liegt. Ja. Sieht nicht wie eine Zauberkarte aus. Das ja, aber es liegt da unten und es hat quasi einen Ausrüstungszauberkarten-Effekt. In Ordnung, in Ordnung. Ich bereue gerade ein bisschen nicht die verdeckte Karte genommen zu haben, aber naja. Nein, wieso ist das 1900er? Ist das ein Problem? Benutzt die nicht als Ausrüstungskarte? Ja, achso, das geht nur mit dem Utopia-Strahl. Ja. Ja, genau, mit einem Upgrade von Utopia. Wie wär's, wenn du das nicht tust? Wieso nicht? Weil das uns beiden wehtun wird. Au! Au! Ich fühle mich verarscht. Aua, das wird wirklich wehtun. Ich weiß nicht warum. Hast du recht. Was? Ich kann sie nicht wählen. Du kannst Utopia nicht auswählen. Und dein anderes Monster lebt auch noch? Willst du mich verarschen? Wofür wähle ich Einhornspeer eigentlich aus, wenn es das dann auch übersteht? Was zur Hölle hast du auf dem Feld, womit du verhinderst, dass deine ganzen Monster... Dein Zauber ist es nicht. Dein Effekt von Utopia selbst ist es auch nicht. Dein Einhornspeer kann sich doch auch nicht gegen die Falle wehren. Einfluss, ist es der da? Blitzkling oder Tornadobringer, wer von denen macht das bitte? Solange diese Karte ein Monster ausrüstet, kann dein Gegner das Monster nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Gut, das erklärt, warum ich Utopia nicht wählen kann und warum genau überlebt Einhornspeer.
Ah, hier. Solange diese Karte ein Monster ausrüstet, können offene ZW-Karten, die du kontrollierst, nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Du hast die perfekte Kombination, um beide zu beschützen. Ja, wow. Ja. Also wäre das ein Ranked-Match, dann würde ich jetzt mit Absicht dafür sorgen, dass ich schneller verliere, indem ich dein Utopia angreife. So passiert. Aber weil du es bist, wehre ich mich halbwegs. Es nützt mir trotzdem nichts. Wenn ich einen blauen gegen weißen Drachen ziehe, der hat trotzdem nur 3000. Ja, das stimmt. Aber das ist... ja. Ich weiß nicht. Ich habe nur ein Monster im Deck, mit dem ich drüber komme. Hast du eine Karte im Deck, die Utopia nicht targeten würde beim Zerstören? Wie soll das denn funktionieren? Ich denke nicht. Ja, da, also es gibt Karten, auch Karten, wo man teilweise Monster auswählen muss, die aber nicht targeten. Weil sie von ihrem Titel, also von ihrer Schreibweise her nicht targeten. Und genau deswegen gehen die dann. Oder Karten, die beispielsweise alles zerstören. Like ein schwarzes Loch oder so. Das würde ja dann auch funktionieren. Ja, habe ich aber nicht und ich darf das Deck nicht modifizieren. Außerdem habe ich kein schwarzes Loch. Oder so nicht. Ich würde gern Spalt hier rein tun. Als ein oder mehr. Okay, das setze ich schon mal. Ich hätte also statt den Feldzauber eins der beiden Monster zerstören müssen. Und zwar den Tornado-Bringer. Ja, da hätte es mir halt durchlesen müssen. Nächstes Mal weiß ich's. Dann wirst du aber ein anderes Deck haben. Weil das ist ja jetzt schon das dritte Duell. Oder ich mich. Doch schon. Das erste war ja 5 Turns. Du hast mich vernichtet. Ja. Dann habe ich dich vernichtet. Und jetzt sind wir hier. Gegen dein Utopia-Deck kämpfe ich nicht nochmal mit dem Drachen. Du bist übrigens dran. Ja. Wenn ich jetzt Fusion ziehe, kann ich dir wenigstens mal was Neues zeigen. Das wäre jetzt witzig. Schade. Du weißt es vielleicht nicht. Aber hast du in deinem Deck nicht vielleicht Blitzeinschlag oder sowas? Nein. Nicht? Ich habe keinen Rekt-Eki. Oh mein Gott, ich habe ja Fusion. Ach, okay. Die liegt ja schon die ganze Zeit hier. Fusionsersatz. Nice. Ja, dann beschwör mal was. Jetzt ziehst du mal was Neues, auch wenn es nicht wirklich was bringt. Was hast du überhaupt im Extra-Deck? Ich habe 2 Monster im Extra-Deck. Einen 5-köpfigen Drachen und den hier. Oh, ich kann den da oben platzieren. Hä? Wüsste nicht warum. Aber also, wenn ich drauf drücke, steht da aber 5 und ich sehe da auch. Ja, aber die alle dreimal drin. Ach so. Okay. König Drache. Ja, der Effekt wäre jetzt geil, wenn ich noch einen Blauäugigen hätte oder so, aber habe ich jetzt nicht so unbedingt. Ja. König Dragoon. Interessant. Interessanter König. Ja, hab den noch mal nicht vorgesehen. Gab's zu Kaibers Zeiten noch nicht, so viel kann ich dir sagen. Lässt du mich dein Monster zerstören oder nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich das nicht will. Schmeißen wir jetzt den da weg. Du hattest da 3 Sachen unter dem? Ja, die Feldzauberkarte hat, als ich beschworen habe, mir die Erlaubnis gegeben, eine Karte vom Extra direkt drunter zu klatschen. Na gut. Ja. Ja, okay, den kann ich jetzt nicht ausrüsten. Wo könnte ich Utopia ausrüsten? Ah, das wäre das, wo ich wieder Zauberkarten zerstören darf. Na gut. Los, Utopia! Ha, nicht so schnell. Was machst du? Der hat aber, glaube ich, dann nicht mehr ATK. Haut. Alles am Zerbrechen. Übrigens ist dir aufgefallen, dass ich eine Plattform habe und du nicht. Was für eine Plattform? Schau mal im Auto. Da ist ein... So. Ja. Aus irgendeinem Grund muss man die auswählen. Die ist nicht standardgemäß ausgewählt. Beim Deck. Als Zubehör. Wie ich das sehe, habe ich verloren. Unter Umständen
Ich meine, du hast den Vorteil, dass ich keine Zauberkarten mehr spielen kann. Das nützt mir so viel. Du mit dem schwächeren Monster zuerst angreifst, aber du traust dich nicht. Ja, am Ende hast du da ein 2000er Steinsoldaten oder was weiß ich. Ist in dem Deck doch nicht, Dennis. Ja, weiß ich nicht. Ist da nichts drin, was 2000 Def hat? Ich denke nicht. Ich denke halt schon. Ich denke nicht. Ja, okay. Wir können andere Dinge denken. Ist okay. Ich schau nach und nach. Mal schauen, wie ich diese Runde überleben will. Da ist deine Trumpf-Fallenkarte. Es ist eine Fallenkarte, ja. Ich glaube aber, ich kann nur einen Angriff blocken. Ich bräuchte Spiegelkraft. Go, Golem. Utopia, go. Ja, das blocke ich jetzt. Tust das. Oh, tatsächlich. Okay. Go, Golem. Ja. Ich habe die Fallenkarte gezogen, mit der du keinen Angriff deklarieren kannst, eine Runde lang. Dann hätte ich eine Runde länger überlebt. Ja gut, aber ich hatte noch andere Monster da. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen und wir machen im nächsten Part weiter. Ciao. Tschüss.